Maite Kelly, Fans enttäuscht von ohne Roland Kaiser. Eigentlich wird Maite Kelly, 43, bei ihren Bühnenauftritten mit Lob und Begeisterung ihrer Fans verwöhnt. Doch ihre Performance bei der Giovanni Zarella Show am 22. April erhielt im Netz für sie vermutlich völlig unerwartet teils harsche Kritik. Die Sängerin trat mit ihrem Hit Warum hast du nicht Nein gesagt auf, allerdings ohne Duettpartner Roland Kaiser. 70. Eine Solo-Einlage, die bei einigen ZuschauerInnen nicht gut ankam. Ohne Roland Kaiser kann ich Maite nicht ernst nehmen, erklärte ein User auf Twitter. Fehlt die männliche Stimme, schloss sich ein anderer der Kritik an. Ich mag das Gejaule in der Stimme nicht, lautete ein anderer, sehr scharf formulierter Kommentar. Seit 2014 treten Kelly und Kaiser mit ihrem gemeinsamen Song auf. Warum der Schlagerstar gerade in der beliebten Samstagabendshow mit Gastgeber Giovanni Zarella? 45, durch Abwesenheit glänzte und seine Duettpartnerin im Regen der harschen Verrisse stehen ließ. Ist nicht bekannt. Eine neue Chance auf Abbitte bei den Fans könnte das beliebte Duo allerdings im Sommer ergreifen. Von Mai bis September 2023 bespielt Kaiser mit seiner Tour Alles OK, die deutschen und österreichischen Open-Air-Bühnen, vielleicht ja beim ein oder anderen Event mit Maite an seiner Seite. Haben Sie die Schlager-News verpasst? Hier finden Sie die Schlager-News der vergangenen Woche. Verwendete Quellen, twitter.com.